Kyo Shiro Cup. Kratos Tahara Gül. Zweiter Platz. Der. Aha. Sylvanus Cup. Coretta. Coretta. China. Mhm. Da haben wir einen Tales of Symphonia Fan. Alles leicht abgewandelt. Tut mir leid, im Moment findet kein Turnier statt. Lloyd ist der Star der Turnierszene. Es gibt kaum ein Turnier, wo er nicht unter die ersten drei geraten ist. Nur Coretta hat überhaupt eine kleine Chance gegen ihn. Jisatsu Cup. Lloyd, Kratos, China. Lloyd, Simon, Coretta, Kamina, Joan, Reine. Ah, Reine. Wayne. Einen Kampf gewinnt man nicht nur durch eine reine Körperkraft. Wenn du ohne Verstand einfach auf den Gegner einprügelst, wirst du schnell ein blaues Wunder erleben. Deswegen sollte man auch ab und zu mal ein Buch lesen. Nein. Und sich mit verschiedenen Kampfarten befassen. Bäh. Nur Bücher. Bäh. So, dann haben wir den Abschnitt. Ach komm, schon wieder keine Kondition. Haben wir den Abschnitt auch soweit? Ich würde mir gerne noch eine Seele ausrüsten können. Haben wir mit dir schon geredet? Wenn ich das Wasser betrachte, vergesse ich all das Leid auf dieser Welt. Ach ja, stimmt, das war ja der... Ich habe alles niedergebrannt, Mann. So, hier waren wir schon drin, ja? Da war zu. Hier war nichts mehr, dann gehen wir mal weiter. Ha. Sie fressen unser Essen weg und man weiß nie, ob man sich nicht doch bei ihnen anstecken kann. Sie sind eine Bedrohung für das ganze Land. Nein, für die ganze Welt. Es gibt keinen Grund, sie am Leben zu lassen. Wenn sie erstmal tot sind, wird es diese Krankheit bald nicht mehr geben. Da muss ich dir wohl recht geben. Ich frage mich eh, wieso es noch Leute gibt, die diese Monster als Menschen ansehen. Ich möchte auf alle Fälle nicht in einer Gaststätte essen, wo nebenan diese Monster im Zaum gehalten werden. Am Ende kann man sich wirklich über den Luftweg daran infizieren. Dann sind wir uns also einig? Ja, ich bin dabei. Lasst uns gehen. Diese Dinger verdienen es nicht zu leben. Jake, was ist hier los? Wer sind diese Leute? Und von welchen Dingern redest du? Ach, Liara, du bist es nur. Kleine Mädchen sollten sich nicht in erwachsene Angelegenheiten einmischen. Komm, geh wieder nach Hause und spiel mit deinen Puppen. Was soll der Mist, Jake? Behandle mich nicht wie ein Kleinkind und sag mir sofort, um was es hier geht. Darf ich bitte? Wenn ich mich vorstellen darf, junge Dame, mein Name ist Weedle Bryant. Anführer des Teams Maudo. Habe die Ehre. Ja, definitiv ein Tales of Symphonia-Fan hier am Werk. Ich bitte das Verhalten von Jake zu entschuldigen. Er erkennt eben wahre Schönheit noch nicht. Bläh. Bei eurem wunderschönen Haar und diesen blauen Augen wird einfach jedermann schwach. Sehr erfreut, Herr Bryant. Mein Name ist Liara. Liara. Ein wirklich sehr schöner Name. Hätte mich Kotzkrücke nennen sollen. Ich habe gerade schon mit Jake darüber geredet. Über meinen Namen, ja. Team Maudo hat sich zur Aufgabe gemacht, die Krankheit aus diesem Land zu verbannen. Wir suchen noch fleißig Mitglieder, um unsere eigenen Reihen zu stärken. Möchtest du nicht in unsere Gemeinschaft mit eintreten? Was? Dieses Püppchen? Schweig, Jake. Ich will sie vielleicht flachlegen. Und was sagst du zu meinem Angebot, junge Lady? Das klingt alles wirklich hervorragend, Herr Bryant, und ich würde sehr gerne in das Team Maudo eintreten. Hä? Wie wollt ihr denn die Krankheit aus diesem Land verbannen? Seid ihr an der Erforschung eines Gegenmittels dran? Das könnte man so sagen. Wie verhindert man wohl die Verbreitung einer Krankheit am effektivsten? Man löscht einfach jeden Infizierten aus. Ja, so einfach. Was? Ohne Infizierte gibt es keine Krankheit mehr. Wir können nicht warten, bis irgendwelche unfähigen Alchemisten ein Gegenmittel hergestellt haben. Was am Ende nicht einmal wirkt.
Deswegen zieht das Team Mao-Do durch das Land und sammelt alle von diesen Dingern ein und schafft sie aus dem Weg. Das ist... Aber das sind doch Menschen. Das waren Menschen, junge Dame. Doch jetzt sind sie nur noch willenlose Monster ohne Seele und Verstand. Alles Menschliche ist von ihnen gegangen. Sie sind sogar noch weniger wert als Tiere. Der Tod ist für sie eine Erlösung. Wie kannst du sowas, so etwas sagen? Egal was sie jetzt sind, sie waren Menschen und werden immer Menschen bleiben. Das ist ein bisschen viel Text, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. In Aieka soll es ein Gegenmittel geben. Sie haben die Krankheit unter Kontrolle. Das ist doch nur wieder eins der zahlreichen Gerüchte. Mal haben die Aiekaner ein Heilmittel, als nächstes gibt es Hoffnung in Lunnes. Wer an solchen halbherzigen Aussagen festhält, muss wirklich naiv sein. Hey, lieber halte ich an dieser kleinen Hoffnung fest, als meine eigene Rasse auszulöschen. Ich sehe schon, das führt zu nichts. Jake, lass uns gehen. Du hattest recht, was dieses Püppchen angeht. Kümmere dich um sie. Hallo? Ja, sag nicht mal Hallo. Ist klar. Du bist ja echt mal übelst höflich und so. So, was machst du jetzt? Du verhängst mal eine Maulsperre. Mist, ich habe die Skills nicht ausgetauscht. Dammit, jetzt kann er noch keinen Feuerschlag. Super. Ja, dann mach mal Lepur Schaden. Bam. Raste aus, Yumo. Werde wütend, Yumo. So. Und wir schießen wieder mit Kanickeln. Bam. Und du triffst nicht. Schade. Au. 18 Schaden. Das ist nicht wenig. Mist. Hätte er getroffen, wäre es vorbei. So, wie machen wir es denn jetzt? Du greifst den an und du finishst, bitte. Wunderbar. Hey, du kannst wieder sehen. Gott, Yumo, ich bin stolz auf dich. Und jetzt mach Schaden, komm. Bam, wunderbar. Ganz toll. Ich frage mich, ob ich hierhin eine zweite Seele hätte mitnehmen dürfen. Hm. 40D und Klumpen. Geld und Trainerpunkte, immerhin. Hümpf. Du bist stärker als gedacht. Aber denk gar nicht erst daran, das Vorhaben von Brian vereiteln zu wollen. Es würde deinen sicheren Tod bedeuten. Jo, wie aggro. Für das Team Mao-Do. Okay. Ja, das war natürlich jetzt sehr angenehm. Überraschend, das haben wir überhaupt nicht vorausgesehen. Finde ich cool, diese kleine, also dass es sich so schön ähnlich an eine gewisse Spiele- und TV-Serie hält. So. Da haben wir nix, okay. Ich will doch was Neues mitholen. Einkaufen, nein. Shit. Gib mir mein Regal. Oh. Nee. Was nehmen wir denn? Magier, nein, Carnivoso. Oder? Nein, Magier. Dammit. Obwohl, darf ich 4 schon mitholen? Wahrscheinlich nicht, ne? Zweifel's mal ganz stark. Och man, lass mich doch sprinten. Whee! Oh, ich darf. Ui, das ist aber cool. Das ist echt cool. Ich darf 4 Stück mitnehmen. Feuersäule, ja? Elementar Feuer und Magier. So.
Skillliste. Das holen wir weg. Dafür kriegst du Feuerschlag. Du hast... Was ist mal ein Opfer? Oh, damit heilt sie das ganze Team. Nehmen wir. Und du hast auch was Neues gelernt. Und zwar... Warte, wie viele Skills darf ich denn... Ah, ich darf nur 4 Stück haben am Anfang. Okay. Hm, holen wir direkt Feuersäule mit. So. Dann brauche ich... Ja, ich hätte noch heilen sollen in dem Center. Hm? Ey, egal. Obwohl. Gehen wir noch schnell machen. Dann heben wir auch gerade, sammeln wir auch gerade mal ein bisschen Kondition an. Hoffentlich kriegen wir da noch mehr als nur 10. Das ist ja mal richtig scheiße. Da sind wir so langsam, das bremst ein bisschen den Spielfluss. Wobei man dann mehr auf diese Bäume mit Gesichtern achtet. Das muss man ja schon zugeben. Oh Mann. Oder das Lufia-Bild könnte man dann auch verpassen. Wieder die coolen Heilkristalle. Go, go, go. Hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Los, gib mir meine Megaflöte wieder. Danke. Ach ja. So, das war's. Jetzt haben wir auch wieder... Au, 6 Konditionen. Kommen wir bestimmt gerade so durch das halbe Dorf hier. Hm? Cool. Und das war's. So, speichern und dann machen wir uns endlich mal vom Acker. Bis was Neues passiert. So. Speichern. Ja. Und der rennt den ganzen Tag hin und her. Der ist doch bescheuert. Ah. Das ist doch Beschiss. Mann, sowas können wir vorher erfahren. Schönes Hin- und Hergelaufe. Einfach nur, damit ich... Ja. Weißt du was? Die Info könntest du anbeifügen, wenn man in die entsprechende Zone kommt, wo man dann die Stadt verlässt. Und nicht immer, wenn man schon so viel eingepackt hat und... Mann. So, wen holen wir jetzt mit? Wen holen wir mit? Die holen wir gerade noch nicht mit und... Nee. So. So. Dammit. Ach Gott, warum kannst du nicht wenigstens volle Kondition haben? Das ist echt ein bisschen arg nervig noch. Also das mit dem Langsamgehen, das nervt mich am meisten. Dann wäre nämlich das mit dem an den Rand stoßen, mit dem nervigen... Du hast zu viele dabei. Das wäre dann auch nicht so dramatisch. Aber man ist so verdammt langsam. Boah. Komm schon, geh raus da. Wäre alles kein Problem, wenn man nicht so dreckig langsam wäre. Oh nein, wer hätte das erwartet? Es wird Zeit, dass alle Infizierten aus diesem Land verschwinden. Ich will mich nicht auch noch verwandeln. Aha. So, dann zeig du mal deinen Feuerschlag. Und du zeigst deine Feuersäule. Sau schlecht gemacht. Meister, da soll der mal seinen Skill zeigen, damit wir uns freuen können und dann nix. Der Schaden hält sich aber auch in Grenzen. Vielleicht ist er gerade nicht sonderlich verwundbar. Kann ja sein, dass er Resistenz hat. Müsste ich nachgucken. Also der dürfte resistent sein. Ich meine, er ist auch Feuer. Oh, und Jumo geht bald down. Ha. Mann, wieso darf ich bis zu 4 Stück jetzt schon haben, wenn ich sie eh nicht mitnehmen darf? Das ist scheiße, mich von jemandem wie dir schlagen zu lassen. Jämmerlich. Ja, die halten nichts aus.
Ja, ja, heil mich schon. Oh, ich kann dich sehen. Hallo. Timaudo wird bald die Welt beherrschen. Du solltest uns am besten nicht im Wege stehen. Oh nein. Sie haben mich bedroht. Was ist das für ein süßes Vieh? Och, geh. Feuerschlag. Brenn, Baby, brenn. Da Fug. Ja, was war das für ein Schaden? Boah. Alter, schlecht war das jetzt nicht, ne? Bling, 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 bling. Wunderbar. Jo, meditier du mal. Kommst ja eh nicht mehr dazu. So. Hm, immer diese Punkte, womit wir dann Skills kaufen können. Hm. Mich hast du vielleicht besiegt, aber gegen das ganze Team Maudo wirst auch du nicht ankommen. Wie die sich alle wegdrehen können. Ein Attack-Verstärker. Spezial. Das müsste ja auch für, also die magischen Attacken gelten. So wie das da jetzt steht. Okay, hier darf ich scheinbar noch nicht rüber können. Na dann. Gehen wir halt eben weiter nach oben. Ist mir auch egal. Ah! Das Team Maudo ist auf einer heiligen Mission unterwegs. Niemand darf ihnen in die Quere kommen. Ha. Hauptsache mal eine Scheibe Glas kaputt machen. Feuerschlag auf den Pilz, Feuersäule auf, immer drauf. Ui! Ui! Das ist ja mal angenehmer Schaden. Angriff und Energiegewitter. Bam. Ha. Nein. Hm. Also das mit dem Schwachsein gegen diverse Angriffe ist... Jo. Hm. Drehe dich im Kreis. Die heilige Mission ist eine heilige Mission. Give me gold, please. Los, benutze den Stein. Los, tu es. So. Ja. Oh, eine Truhe. Nein! Ich hab was kaputt getreten. Spirit erscheint. Moment, das ist gar kein Spirit. Lemura erscheint. Yay, eine neue Seele. Ich bin immer ganz kurz davor, Pokémon zu sagen. Hey, Kumpel, wegen dieser Musik muss ich jetzt fast Tales of Symphonia spielen. Du bist fies. Erstmal ist Tales of Graces noch dran, bevor ich ein anderes JRPG beginne. Ja. Da Fug. Da Fug. Was machst du für einen Schaden an dem Falschen? Boah. Ja, leck mich am Buckel. Immerhin hat sie es noch geschafft. Hey. Ja. Hui. Nein. Du hast deinen Gegner überrascht. Haha. Dun, dun, dun. Ah, Fighting the Spirits. Diese Musik geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich hab mir schon eine Playlist erstellt. Also da hat man jetzt schon einen Erstangriff und dann geht alles daneben. Hahaha, verdient. Mistvieh. Brennen. Schön so. Und wir haben ein Fluchtseil, immerhin. Ja, kann man nehmen. Oh, wie süß. Ein Zuckerwattebär. Ne, Moment, so. Ein Faustschlag und... Hä? Ein Faustschlag und eine Feuersäule. Und 66. Oh, das...
Mistbär. Jetzt werden MP gespart. Bing! Wonderbra? Hm, wo bin ich da? Gut, so. Hm. Joa. Kämpfen wir gegen den Bub? Sprich mit uns! Habe ich einen Bug gefunden? Sieht gut so aus, ne? Hallo, Kumpel. Ich habe nicht gespeichert, ne? Das ist dir klar. Ha. Okay. Hm. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Juhu. Leute, wir sehen uns an einem entsprechenden Punkt dann wieder.